Banausen sagen, so klingt Jazz. Das stimmt aber nicht. So klingt eine Kreissäge. Die steht in der Schreinerei von Bernhard Singer. Und die steht in Pfaffenhofen an der Ilm. Dort schreinert er besondere Möbel und Kunstobjekte. Vor 19 Jahren hat er damit angefangen. Nachdem wir die Werkstatt soweit hergerichtet hatten und umgebaut hatten, haben wir ein Werkstattfest gemacht. Und nach dem Fest hatten wir mit Musik, die wir selber gemacht haben, hatten wir gesagt, okay, machen wir nochmal. Es macht Spaß, klingt gut, müssen wir unbedingt wiederholen. Pfaffenhofen war damals nicht so der Hit, was Musik angeht. Und dann war das eine gute Location, um sowas zu starten. Mit sowas meint er das. Und mit der Location eben seine Schreinerei in Pfaffenhofen. Aber Jazz in der Kleinstadt? Die ersten Jahre lief es eigentlich sehr privat. Und erst, wie der Verein dann nach 6 Jahren gekommen ist, es ist schon mehr geworden. Wenn es Spaß macht, spricht es sich rum. Das ist immer das Gleiche. Gut 20 Mal im Jahr räumt Bernhard Singer mittlerweile nach der Arbeit seine Schreinerei um. Trotzdem, wo sollen hier die Leute hinpassen? Und erst die Musiker? Und überhaupt, wie bekommt er die nach Pfaffenhofen? Wir liegen halt einfach günstig. Zwischen Basel und Berlin hat letztens mit der Joe Heider angerufen. Hey Bernhard, du, hast du da Zeit? Ich hab das Hotel schon gebucht. Berlin ist mir zweit auf einmal. Dann machen wir es halt auf zweimal und dann spielt er halt hier. Und wir sind relativ flexibel. Die Unterfahrt in München hat täglich Programm. Also da kannst du nicht zwischendrin und oft reinschieben. Und das können wir halt schon machen. Und das spricht sich natürlich dann auch rum. So sehr, dass hier auch schon eine 24-köpfige Big Band gespielt hat. Kaum zu glauben, aber sie hat reingepasst. Und auch kaum zu glauben, was am Tag Schreinerei war, ist am Abend ein wirklich lauschiger Jazzclub. Wie viele Leute kommen, weiß Bernhard Singer vorher nie, sagt er. Manchmal über 100, diesmal gut 30. Eintritt muss keiner zahlen, aber jeder darf spenden. Die Gagen sind trotzdem gesichert, dank Stadt und Sponsoren. Doch nicht nur deshalb kommen die Musiker gern. Ja, es macht total Spaß. Also es ist von der Akustik her total speziell oder eigentlich sehr gut, weil durch das ganze Holz, das hier herumsteht, klingt das ganz. Also ich selber irgendwie, auch nur schon der Geruch des Holzes. Nächstes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum will Bernhard Singer dann richtig ins pralle Jazzleben greifen, in seiner Schreinerei in Pfaffenhofen.